Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von Let's Play Cyberpunk 2077. Ja, die erste Folge, wo wir nicht mehr on stream sind, wo wir kein Face-Dings da, Facecam haben und wo wir uns jetzt halt mitten im Spiel befinden und das richtige Let's Play auch nochmal startet. Also sage ich hier nochmal herzlich willkommen. Oh, da habe ich Wasser. Und die erste wichtige Aktion des Spiels ist natürlich, dass sie uns hinlegen. Ganz klar. Wie liegt der denn? Moin! Hast du überhaupt geschlafen? Egal, steh auf! Ich glaube, ich habe mir was eingefangen. Beim Verlinken mit dem Konzern Biomon. Irgendein Neurovirus, oder? Ich muss zu Vic. Soll er mir sagen, warum mein Kopf und Magen eine Party feiern? Okay, ich fahr dich. Hab deine Karre dabei. Zieh dir was an, ich warte unten auf dich. Ja, also wir haben so komplett quer geschlafen. Was haben wir denn hier? Der Relic, was es wirklich damit auf sich hat. Jahrelang haben Experten in den Bereichen der Kybernetik, Neurologie und Psychologie unermüdlich versucht, das menschliche Bewusstsein mit Silizium zu verschmelzen. Bislang waren ihre Bemühungen nicht davon Erfolg gekrönt. Auch wenn es Wissenschaftlern gelang, künstliche Intelligenzen zu erschaffen, die dem menschlichen Verstand gewachsen sind oder ihn sogar übertreffen, so ist es doch jenseits unserer wissenschaftlichen Fähigkeiten geblieben, das menschliche Ich zu kopieren. Die Versuche führten nur zu fortgeschrittenen Chatbots, digitale Wesen, die menschliche Sprache und Verhalten zwar nachahmen können, aber keinerlei Ich-Bewusstsein haben. Heute stellen Experten von Arasaka einen Durchbruch vor. Ihr neuestes Projekt, genannt Relic, ermöglicht das Kopieren eines menschlichen Wesens auf einen Splitter, der so klein wie ein Quadchip. Außerdem kann dieser Splitter in einem neuronalen Port eines Benutzers eingesetzt werden, was es diesem erlaubt, die digitalisierten Persönlichkeitskonstrukte zu hören und zu sehen. Leider war es mir nicht möglich, diese bemerkenswerte Technologie selbst zu untersuchen. Arasaka erlaubt nur sehr eingeschränkten Zugang zu Relic und nur eine kleine ausgewählte Gruppe von Testern nimmt derzeit an dem Programm teil. Es ist erstaunlich, dass die wohlhabendsten und mächtigsten Menschen dieser Welt zu diesen Testern gehören. Also genau die Leute, über die Arasaka Einfluss haben möchte. Die gewöhnlichen Konsumenten unter uns können nicht damit rechnen, dass der Relic in näherer Zukunft zum bezahlbaren Massenprodukt wird. Joa. Was haben wir hier? Chrome Fury. Ein Schraubendreher. Eine Vase. Sayonara Station. The Chronicles of Titania. The Max Taxway. Couple and Scop. Also schon auch selbst da irgendwie Mühe gemacht. Alter, das ist halt auch so unrealistisch hier mit diesen ganzen, den Vodka habe ich doch schon letztes Mal aufgenommen. Mit diesen ganzen, dass da nie so richtig viel dauerhafte Werbespots kommen. Oder es ist das Fernsehen der Zukunft, man weiß es ja nicht. Hochseppen, runterseppen. Da läuft eh nur Fernsehen. Oh! Nachrichten. Ich bin Arif Iqbal und dies sind die WNS News. Top Story. Bei einer Straßenkontrolle ist das NCPD auf die Spur eines gefährlichen Entführers und Mörders gestoßen. Der Vorfall ereignete sich an der Kreuzung 7. und 15. Avenue. Die folgenden Aufnahmen stammen direkt vom Tatort. Ich wiederhole 1038. Kennzeichen 2A. Ich hätte gedacht tatsächlich, dass das war, wo wir waren. So als Gimmick. Raus aus dem Wagen, Hände hoch. Okay.
What dreams? Be the dream or the dreamer? The sex, ultimate sexploitive experience. Oh, was kommt hier? Hm? Aktien? Irgendwas mit Bären und den Bullen? Okay. Your business is my business. All foods. Alter, wie viele Fernseher die auch haben. Meine Güte. Ach Quatsch, nein. Aufstehen will ich. Okay. Hier ist nochmal die Waffenkammer. Jetzt will ich nochmal gerade kurz gucken mit dieser Waffenkammer. Also wir haben ja ziemlich viel Schrott. Hier. Und wir haben auch ziemlich viel im Inventar. Okay. Ah, jetzt können wir alles ins... Okay, das ist gut. Das ist gut, weil dann packe ich nämlich erstmal alles ins Inventar und nehme mir halt quasi nur die Sachen mit, wo ich sage, ja, oh, das kann ich wirklich gebrauchen. Ich mache erstmal alles nach rechts und wenn ich dann rechts bin, dann mache ich alles nach links. Huch? Nee. Ach, das, boi. Granaten. Okay, die behalte ich dann mal auch. Anscheinend behalte ich die auch. Exakten. Mhm. Beziehungsweise Junk ist wahrscheinlich nur zum Verkaufen gut, ne? Nehme ich an. Was haben wir hier? Ein Stück Marmor, statt über Millionen Jahre hinweg in der Erde, um letztendlich zu diesem wunderschönen Aschenbecher zu gedeihen. Das will ich lieber nicht anfassen. Nicht alle Probleme lassen sich mit Gewalt lösen. Auch Klimaanlagen machen mal schlapp. Scheint nicht gezinkt zu sein. Spielt das schon lange niemand mehr spielt. Funktioniert prima, nur länger. Manche Menschen schwören drauf, dass sie besser als Pillen funktionieren. Billiger sind sie auf jeden Fall. Knapp und schwer abzuwaschen. Eine Antiquität einer längst vergessenen Ära und trotzdem kann ich zum Klang von authentischem Menü das Wasser reichen. Perfekt für Musikliebhaber. Riecht wie altmodische Standard zur Aufreißagentur. Gehört in jedes Büro, ist allerdings bestimmt an so einigen Orten gewesen, wo er nicht hingehört. Mit ins Spiel einsteigen, okay. Was haben wir hier? Alles. Würde ich behaupten. Haben wir. Okay. Machen wir hier. Filter? Nee. Also, was kann ich gebrauchen? Molodets Biogranaten. Toxische Wolken. Ah ja, die nehmen wir mal mit. Verringert das Bewegungstempo und verringert die Treffsicherheit. Ja, warum sollte ich das trinken? Ich nehme es trotzdem mal mit, weil... Das ist dann wie Müll, den kann ich verkaufen. Hydration ist ausdauernd aus der Regeneration. Ja, nehme ich mal mit. Sprengstoff an dieses Projekt nicht. Ein Mac-Stock 1. Ja, das könnte ich gebrauchen. Das ist auch wieder Hydration, Sättigung. Ja. Okay, wie ist Sneaker? Achso, ich habe das ausgerüstet gerade. Das heißt, ja, ich habe hier welche mit besserer Panzerung. Lederstiefel mit Kompositeinlagen oder abgetragene Biker-Shorties. Dann nehme ich die natürlich. Ich habe ausgerüstet Wies Hose, neue Leben, neue Hose, ja. Oh, 9,9 Panzerung. Sportliches Tanktop mit versteckten Nähten. Okay, oder auch ein Baumwoll-Longsleeve. Ein Scaff-Kampfshirt.
9,9. Ah, wir haben untere und äußere Schicht. Das war das Beste der unteren Schicht. Äußere Schicht. Second Conflict. Bikerjacke. Camouflage Schulterriemen. Wollschuljacke. Das ist halt lustig einfach. Ich finde diese ganz gut. Und ein Hut. Ja, die haben alle gleich viel, ne? Dann nehmen wir aber mal den Strohhut. Was habe ich jetzt? Ich habe ausgerüstet eine Pistole. Nehme natürlich noch das Sturmgewehr mit. Und die Schrotflinte. Im Vergleich dazu. Na, die Pistolen bringen nichts. Okay. Also, das haben wir schon mal. Jetzt ist die Frage, wenn ich mich ausrüste. Ich habe einen Dem-Slot, einen Dem-Slot und die Katana im dritten. So. Okay. Verbrauchsgüter. Perfekt. Allgemein stellt sich die Frage, warum sollte ich jetzt nicht doch alles mitnehmen, um den Rest halt einfach zu verkaufen? Ist vielleicht sinnvoll, ja. Geht auch schneller. Ah, ich habe, sehe ich gerade, eine Gewichtsbegrenzung. Ah, okay. Gut, 12 Meter Wohnung verbraucht, einfach nichts gemacht. Hallo? Hey V, hier ist Regina Jones. Wenn du Arbeit in Watson suchst, ruf mich an. Woher weißt du, dass ich hier bin? Und wer ich bin? Ich weiß, wie man an Infos kommt. Wie eine Art Sammlerin. Bis dann, V. Beunruhigend. Mieses Wetter, oder? Ich weiß nicht, was für ein Wetter wir haben. Aber ich finde es schön, dass es am Tag anders tatsächlich aussieht hier als in der Nacht. Night City ist für seine Gewalt berüchtigt. Für viele Bewohner ist es angewöhnt, auf eines Verbrechen zu werden. Wenn der Gewalttätige. Ich glaube aber, das stand sinngemäß irgendwie, wenn ich was sehe, dann darf ich entscheiden, ob ich eingreife oder helfe oder nicht. Was für ein schrecklicher Ort. Danke. Bitte. Was ist hier los? Was ist zur... Was zur Hölle ist da passiert? ich glaube, das soll nicht so aussehen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Aber siehst du, ich glaube, wir werden wirklich ein guter Mensch. Behaupte ich jetzt einfach mal irgendwie so. Ich glaube, soweit es möglich ist in diesem Spiel. Der Ripper-Dog. Ripper, sind das nicht auch Tiere aus Wissen? Hi. Okay. Okay. Was machst du? Nicht. Hier ist auch nix. Hallo? Okay.
Also wenig in Aufruhr anscheinend. Ich muss gerade noch mal kurz mein Inventar optimieren. Wenn ich wüsste, wie das geht. Ich weiß nicht, wie das geht, aber es ist vielleicht auch nicht so. Habe ich keine Hose an? Ich habe anscheinend keine Hose an. Alter, sieht das scheiße aus. Dann lieber eine Bürohose. Ich finde, es sieht doch gut aus alles. Was ist das? Ah, ich kann Sachen verkaufen. Ja, moin. Endlich. Also erstmal den Junk. Das ist gut, dass ich das als 1 verkaufen kann. Okay, das funktioniert ja problemlos. So, dann werde ich nämlich einmal den ganzen Kram... Item ist aktuell aus... Ah, praktisch. Dass es mich das dann quasi verhindern lässt, das zu machen. Moment, ich habe doch den Büroblazer und ich habe die Bikerjacke. Das will ich ändern. So. Ja, das sieht doch schon besser aus. Sehr schön, dass es an meinem Haus eine Verkaufsstation gibt. Moment, die das Wolfsschulen-Ding will ich eigentlich... WTF, was? Moment mal, wieso habe ich so ein T-Shirt, aber ich habe es nicht ausgerüstet? Krasser Kack. Okay. Oder wird das verkauft, der Rest? So, die wird auch verkauft, hier wird verkauft und das Gaff-Ding und dies Ding hier und diese ganzen Getränke, die das irgendwie verringern. Oh, das wollte ich nicht. Verringern. Okay, das haben wir. Jetzt haben wir Munition, das kann man eigentlich, glaube ich, immer gebrauchen. Jetzt gehe ich nochmal kurz in meine Wohnung. So. Also das. Hallo? Hallo? Das geht ja mal gar nicht. Das ist meine Wohnung. Und du. Also. Hey, warte! Ich warte nicht, du bist in meine Wohnung eingebrochen. Scheiße. Kann ich? Ja, gut, okay. Ich halt auch echt nicht dran. So, jetzt habe ich den ganzen Quatsch hier verkauft. Kann ich da auch was verkaufen, was sinnvoll wäre? Die Pistolen nicht. Das hier nicht. Ich kann anscheinend nur verkaufen. Das steht ja auch dran. Geil. Hey. Die putzt. Schön.
ja, ich höre irgendwo Englisch. Auf jeden Fall, ja, das war jetzt diese erste Folge. Ich war irgendwie die ganze Zeit in meiner Wohnung. Erste Folge vor allem, ja. Moin. Ja. Deswegen würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal und ja, macht's gut.